Das Jahr rennt und der Juni ist schon im letzten Teil angekommen. Und ich habe für euch ein paar Favoriten rausgesucht, die ich diesen und letzten Monat gefunden habe, die ihr unbedingt kennen solltet. Ich zeige euch bei einigen Produkten den Auftrag und ihr werdet sehen, wie verdammt gut diese neuen Schätzchen sind. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist das erste Video, was ich jetzt drehe mit dem neuen Hintergrund. Ich muss sagen, ich lieb's. Es war gar nicht so kompliziert wie gedacht. Ich habe mir bei Amazon so eine Rollen gekauft. Die musstest du halt zuschneiden, ein bisschen rechnen. Ich habe mein Geodreieck aus der Grundschule wieder rausgeholt und die Winkel berechnet. Und ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist nicht so viel, es ist nicht so unruhig im Hintergrund, aber trotzdem ein bisschen mehr los. Und ich kann natürlich immer noch die Farbe ändern. Und mich macht das sehr, sehr glücklich. Was mich aber auch glücklich macht, sind die Beauty-Produkte, die ich diesen Monat kennengelernt habe oder auch im letzten Monat. Und ich dachte mir, ich fasse alles nochmal für euch zusammen. Einige Produkte im Auftrag, andere natürlich nicht. Da bringt es nichts, wirklich einen Auftrag zu zeigen. Aber ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten auch direkt mit dem Video. Und zwar teile ich das Ganze erstmal so ein bisschen auf Skincare und dann auf Make-up auf. Möchte auch schon mit einem kleinen, ja, es müsste jetzt schon eigentlich ein Monat her sein, ein Monatsupdate zu dem Olaplex Wimpernserum geben. Ich weiß nicht, ob Hormone drin sind. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich schreibe es euch hier rein. Ich habe das jetzt seit einem Monat ungefähr in Gebrauch und ich meine, ich sehe wirklich einen Unterschied. Ich habe natürlich nicht gemessen, das ist eher eine persönliche Einschätzung. Es ist teuer, es kostet über 50 Euro, aber, und das ist etwas, weswegen ich sage, das ist sehr, sehr gut, ich meine, ich sehe den Unterschied und das ist kein Wimpernserum, was in den Augen brennt. Ich meine, du gehst ja sehr, sehr nah an die Lashline ran. Und wenn das dann in die Augen kommt und du 20 Minuten lang nichts siehst, weil es dir wehtut, ist es schon raus für mich. Dann kann ich das nicht benutzen und dann ist diese Hemmschwelle einfach zu hoch. Und das tut dieses Wimpernserum absolut nicht. Also eine sehr, sehr große Empfehlung. Da kommt nicht zu viel Produkt raus. Es reicht genau für beide Augen, wenn du es einmal benutzt. Also einmal rein, raus, zack, zack, links, rechts. Und dann trägst du das auf. Also von mir bis jetzt sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. Ich nehme es jetzt nochmal 4 Wochen weiter. Ich glaube aber, dass das, wenn man sich an Wimpernserum rantasten möchte, vielleicht eine gute Sache ist. Wie gesagt, belest euch bitte nochmal selber. Ich habe es aber euch ja eben hier hingeschrieben, ob das hormonfrei ist oder nicht. Ich finde es gut. Das ist so ungewohnt. Ich könnte auch in Paris sein, in einem kleinen Appartement. Okay, wir haben noch ein Skincare-Produkt. Und zwar von Colibri. Vitamin C Booster, Vitamin C 20 Booster, den habe ich irgendwann mal zugeschickt bekommen und habe ihn auch schon recht lange getestet und der ist jetzt auch fast leer. Und ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Also ich habe viele Vitamin C Serien getestet und im Moment ist Vitamin C ja auch sehr beliebt. Ich habe eins von L'Oreal gehabt, das Vitamin C irgendwas. Das ist auch sehr, sehr gut. Das ist nochmal von der Textur her ein bisschen wässriger, ein bisschen leichter. Das Problem dort ist die Verpackung. Vitamin C ist sehr, sehr instabil. Das heißt, sobald Licht und Luft drankommt, oxidiert es und dann ist die Wirkung davon nicht mehr gegeben. Das kann hier nicht passieren, weil das ein Airless Pumpcontainer ist. Du kannst pumpen und dann schiebt sich das unten hoch und das Produkt selbst hat keinen Kontakt mit Luft. Das heißt, also es kann also auch nicht so schnell umkippen oder dann unwirksam werden. Das ist mir bei dem L'Oreal Serum jetzt mittlerweile schon zweimal passiert. Das kostet, glaube ich, 20 Euro. Das liegt, glaube ich, bei 24 Euro. Aber das kann ich halt bis zum Ende benutzen mit Wirkung. Ne? Also klar, es sind beides teure Produkte, aber das eine kippt mir halt nach 2 Wochen um. Das ist nach 4 Wochen leer, aber es ist nicht umgekippt. Kostet aber ein bisschen mehr. Also, irgendjemand aus der Community hatte mir geschrieben, dass sie auch L'Oreal kontaktiert hatte und gefragt hat, was denn jetzt mit dem Produkt ist, wenn das sich verfärbt. L'Oreal meinte, die Wirkung ist davon nicht beeinträchtigt. Würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, ne? Klar, es wird immer noch Wirkung haben, aber mit Abstand nicht diese Wirkung mehr, die sie vorher hatte oder wie das Produkt vorher hatte. Deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig und wenn man sagt, okay, die 4 Euro sind einem dann auch egal, dann zahlt die 4 Euro mehr, aber ihr könnt das Produkt bis zum Ende nutzen. Ist ein sehr, sehr leichtes Serum, funktioniert sehr gut unter Make-up, auch unterm Sonnenschutz, ohne dass es sich abrollt, ohne dass es brennt auf der Haut. Auch das habe ich bei einigen Vitamin C-Serien, dass sie sich so ein bisschen komisch auf der Haut anfühlen. Hier aber absolut nicht.
Wir kommen langsam in die Make-up-Richtung und auch hier habe ich noch ein Produkt von Asam und das ist das Make-up Fixing Spray. Ich habe neulich den Preis davon gesehen und war schock, wie günstig das Spray ist für das, was es kann. Das ist so ein Zwischending zwischen dem Airbrush Flawless Setting Spray von Charlotte Tilbury, was einen schönen, also das ist sehr, sehr glowy, es fixiert aber auch das Make-up, und dem Urban Decay Spray, was kein Glow macht, aber sehr stark fixiert. Das ist genau das Ding dazwischen. Und das ist das Gute daran, weil ich halt wirklich meistens zwei verschiedene Setting Sprays benutze. Eines, um das Make-up langanhaltend zu machen und eines, um ein schönes Finish zu haben. Und das brauche ich nicht mehr, wenn ich das habe. Der Sprühkopf ist schön fein, es ist nicht beduftet, es brennt nicht so auf der Haut, es ist nicht so alkoholisch im Gesicht wie das von Urban Decay, sondern es hat einen schönen Sprühnebel, der sich fein aufs Gesicht legt, schnell verdunstet, ohne dass ihr dann 20 Minuten so machen müsst. Sehr, 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 sehr große Empfehlung. Kostet 9 Euro, glaube ich. Online gilt mein Code da drauf. Ich glaube aber, dass es das sogar in einigen Rossmann-Filialen gibt. Also probiert das wirklich mal aus. Ich sage immer wieder dazu, Fixing Spray ist etwas super, super Wichtiges und meiner Meinung nach auch so ein bisschen unterschätzt, weil man nimmt meist, ich sehe viele, die nur so ein Wasserspray nehmen. Ich verstehe das. Das macht das Pudrige so ein bisschen weg. Es tut aber nichts fürs Make-up. Deswegen probiert das aus. Das hält das Make-up wirklich länger frisch. Ihr könnt damit euren Eyeliner, beispielsweise die Suva Palette, so ein bisschen auffrischen. Ihr könnt damit euren Lippenstift fixieren, wenn ihr einen Liquid Lipstick habt. Einfach nochmal kurz rübersprühen. Hält alles noch länger. Probiert das unbedingt aus. Kann man sehr, sehr viel mitmachen. Wir haben einen Primer, Schrägstrich eine Creme, und die hattet ihr ja schon neulich gesehen in meinem Reva Loves Me Update. Das ist der Whipped Cream Primer von Reva Loves Me mit Shea Butter, Kamille und Aloe Vera. Wer hier diesen Kanal schon etwas länger folgt, der wird wissen, dass auch ich einmal vor 1,5 Jahren einen Primer rausgebracht habe mit Reva Loves Me. Eine komplette Kollektion, ja. Und da war dieser Primer mit drin. Der ist jetzt im Standardsortiment. Reva Loves Me liest jede Kommentare unter meinen Videos von euch und nutzt das Feedback. Und das ist sehr, 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 sehr selten. Das gibt es bei wenigen Brands, die es hier in Deutschland gibt, die auch in Deutschland einen Einfluss haben. Und Reva Loves Me macht das und setzt das dann auch um. Es geht natürlich nicht immer von heute auf morgen. Es dauert immer einen Moment, bis diese Mengen produziert werden können, bis das alles geregelt ist, bis die Thekenumstellung kommt. Jetzt ist der Whipped Cream Primer aber wieder da. Und der ist auch im Standardsortiment. Der versorgt die Haut extrem mit Feuchtigkeit. Der rollt sich nicht ab, der hinterlässt ein wunderschönes Finish. Und im Sommer ist der viel, muss ich dazu sagen. Also wenn ihr eine ölende Haut habt, wäre ich vorsichtig. Im Winter ist das ein Gamechanger, weil der so pflegend ist und wirklich sich wie so eine Schutzschicht auf eure Haut legt und die Haut pflegt, während ihr euer Make-up tragt. Ich habe ihn auch damals, jetzt habe ich ihn ja wieder, ich habe leider nur noch ein Sample hier von meiner Kollektion und das benutze ich nicht. Das steht nämlich auf meinem Aufsteller. Habe ich den teilweise auch als Nachtcreme benutzt, ne? Oder als Tagescreme ohne Make-up, weil das so schön reichhaltig ist und ein richtig schönes Finish auf der Haut hinterlässt. Also eine ganz, 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 ganz große Empfehlung. Und falls ihr das andere Video nicht gesehen habt, er ist wieder da. Es ist 8 Uhr. Ich habe den Hintergrund schon gemacht. Wir sind um 4:30 aufgestanden. Ich habe den Hintergrund gemacht. Ich habe Wäsche gewaschen. Ich habe Wäsche aufgehangen. Ich habe hier wieder aufgeräumt. Ich habe schon ein Video gedreht und ich habe so einen Kohldampf. Hört ihr meinen Magenknurren? Es wird Zeit fürs Frühstück. Apropos Frühstück. Etwas, was ich sehr, sehr gerne essen würde. Weil es so schön ist. Und ich weiß, mir tut es wirklich leid. Ich weiß gar nicht, warum es mir immer leid tut, wenn ich euch teurere Produkte zeige. Aber meine Aufgabe ist es, euch irgendwie alles zu zeigen und euch zu zeigen, was es alles gibt. Und der Natasha Denona Concealer ist meiner Meinung nach der beste Concealer, den es jemals auf dem Markt gab. Ich habe ihn jetzt seit knapp 2 Wochen, wenn ich das Video drehe. Wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich schon 4. Und der ist teuer, kostet glaube ich 38 Euro. Aber der ist jeden Cent wert. Gerade wenn ihr trockenere Haut unter den Augen habt. Gerade wenn ihr vielleicht kein Puder tragen wollt. Oder wenn ihr, selbst als Foundation ist der genial. Ich habe den die letzten Tage so ein bisschen, einfach ein bisschen im Gesicht verteilt, verblendet, mit ein bisschen Fixing Spray zusammengemischt und dann hast du einfach ein ganz, ganz tolles, leichtes Gefühl. Der hat eine immense Deckkraft. Der creased nicht, der hält, der deckt gut ab.
Der rutscht nicht, der schmiert nicht. Das ist ein geniales Produkt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht zu Sephora, wenn es den schon in den Filialen gibt, probiert ihn aus. Das ist ein geniales Produkt, ein absoluter Gamechanger im Bereich Concealer. Er hat alle anderen Concealer für mich jetzt abgelöst. Ich habe ja lange den Tarte Shape Tape benutzt. Ich habe lange den Manhattan Multitasker benutzt, den ich auch noch sehr, sehr gerne mag. Aber eher im Sommer, das ist halt auch so ein perfekter Winterconcealer, ne? Gerade wenn die Heizungsluft wieder ein bisschen höher ist. Oder auch jetzt im Sommer, wenn die Luft so trocken ist und es lange nicht geregnet hat und das alles so ausgetrocknet ist. Ganz, 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 ganz toll. Wirklich jeden Cent wert. Hier sind 7 Milliliter drin. Das ist mehr als beispielsweise hier in dem Kaya Concealer. Beim Huda Beauty sind 9 Milliliter drin. Also so 5 bis 9 Milliliter ist normal. Aber dadurch, dass ihr halt wirklich... Ihr braucht keine Menge davon. Ein kleines Tüpfchen reicht auf der Haut. Ich habe jetzt eben deutlich mehr benutzt, dass ihr einmal so ein bisschen mehr Effekt seht. Ganz, 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 ganz toll. Kaufe ich ab sofort immer wieder nach, aber ich denke mal, also der wird dieses Jahr auf jeden Fall noch halten. Und auch in zwei Farben ist er gut. Ich überlege schon, ob ich ihn mir nochmal in dunkler kaufe, um damit so ein bisschen zu konturieren, zu cream-bronzen. Auch das kann ich mir gut vorstellen. Packaging ist sehr, sehr schön. Farbauswahl genial, aber setzt euch mit den Farben auseinander. Das ist ein bisschen tricky. Also ich habe 2 Wochen Farben ausgesucht. Blush! Blush ist auch von Riva Lazmi und ihr wisst es, ich liebe Cream Blushes, gerade wenn es so ein bisschen leichter und ein bisschen weniger sein darf. Und jetzt gibt es die Cream Blush Palette. Die ist super, super günstig und hat 4 cremige, weiche Rouge-Töne mit dabei und ein Highlighter. Problem, sie ist recht klein, ne? Also du musst, wenn du mit einem Pinsel da reingehen willst, ein bisschen vorsichtig sein, weil es schmiert dann halt. Ist im Alltag, wenn man halt keine ästhetischen Videos drehen möchte, völlig irrelevant. Oder du gehst einfach mit deinem Finger rein. Die Farben sind super, super cremig, sehr butterig, schmelzen richtig schön auf der Haut an und halten auch gut. Also die halten wirklich den ganzen Tag. Was ich immer ganz gerne mache ist, also erstmal, du hast eine Vielzahl an Farben und das sind alles Farben, die du auch als Puderblushes zu Hause wahrscheinlich schon hast. Und jetzt habe ich in der Aufnahme eben den Blush genommen und habe ihn dann mit einem Puderblush fixiert. Einfach um die Farbe nochmal so ein bisschen zu intensivieren und dann hält das Ganze natürlich noch länger. Auch der Highlighter ist sehr, 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 sehr gut, aber ich würde den in Kombination mit dem Blush nehmen. Also mit dem Finger in den Blush und in den Highlighter rein, dann hast du einfach nochmal einen ganz anderen Effekt und das ist wunderschön. Hm, ja? Color Correction. Die Farbe hier unter die Augen, wenn du dunkle Augenschatten hast, wir haben was für die Lippen und da war ich super überrascht, wie viele Leute aus der Community meiner Meinung sind. Make-up Coach macht einer der besten Eye-Pencils und Lip-Liner auf dem Markt. Und die Farbe Beste Freundin ist, oh, da könnte ich mich reinlegen. Die ist so perfekt, die ist rosenholzig, die ist warm, aber nicht zu warm. Die Farbabgabe ist super, er hält sehr gut, er fixiert sich so ein bisschen selbst, ohne dass er zu doll antrocknet. Du kannst rüber gehen und er hält und ist einfach so eine Multitasker-Farbe. Also egal zu welchem Lippenstift du den Lipliner benutzt, beste Freundin, es passt. Wenn du den mit einem pinken Lippenstift benutzt, reduziert er das. Wenn du den mit nur einem Gloss benutzt, so wie ich es jetzt heute gemacht habe, wird das Ganze noch alltagstauglicher und ist einfach genial. Und ich finde, man sollte auch kleinere Firmen unterstützen. Deswegen hier meine Unterstützung für Make-up Coach. Die Farbe Beste Freundin ist phänomenal. Wer es ein bisschen rosiger mag, Naki Lila K ist auch eine schöne Farbe, ist aber so ein bisschen mehr in die rosige Rosenholz-Richtung. Aber Beste Freundin ist einfach die schönste Farbe. Bleiben wir gleich beim Lippenthema, denn Riva Lazmi hat den Lip Plumper rausgebracht. Und das ist der erste Lip Plumper, den ich tragen kann. Der ist super schön, hat eine schöne Farbabgabe, gibt es auch mit so einem Iridescent Look, aber der ist sehr zart auf den Lippen. Also er brennt nicht so sehr wie beispielsweise die von Catrice, die sind ja sehr, sehr intensiv, haben natürlich dadurch auch einen viel größeren Plumping-Effekt. Der gibt aber eher den Plumping-Effekt. Du merkst einen leichten kühlenden Effekt. Es tut aber nicht weh. Die Farbabgabe ist schön und der ist super, super alltagstauglich. Also auch in Kombination mit dem Lipliner Beste Freundin, so wie ich es heute drauf habe, ist einfach sehr schön, sehr erwachsen und funktioniert gut im Alltag. Du hast super viel Produkt mit drin. Hier sind, steht jetzt hier nicht drauf, aber es werden auch bestimmt 7 Gramm sein.
Sehr, 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 sehr gut. Also merkt euch den. Was ich noch ganz cool fand, ist mit diesem Eyegloss. Ich sehe schon wieder aus wie Dolly Buster, ne? Einfach so ein bisschen rüber. Hat sehr, sehr grobe Partikel mit drin, ne? Aber ist dann halt ein Mermaid Lip Lock. Auch schön. Das, Freunde, waren meine aktuellen Monatsfavoriten, die jetzt natürlich neu dazugekommen sind. Es gibt natürlich noch deutlich mehr. Die Natasha Denona Yucca Palette ist auch geil, aber mir ist die runtergefallen. Heute Morgen. Und mir sind alle Farben rausgefallen. Es ist keine kaputt gegangen, aber die sind nicht festgeklebt. Ne? Das ist ja das, was Natasha will, dass du die Farben hier hinten mit diesen Löchern rausdrücken kannst und dann umformatieren kannst oder in eine andere Palette machen kannst. Ich glaube, ich habe die Farbanordnung jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Für dich jetzt aber nicht so schlimm. Sehr, sehr gute Palette, wenn das so euer Farbschema ist. Und das, Freunde, war meine Monatsfavoriten. Ich bin sehr gespannt, welche eure Favoriten sind. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Egal, wo ihr seid. Fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal.